Wenn wir über Grünland reden, dann rede ich gerne immer von Grundleistungsfutter, weil ich schon glaube, dass wir mit dem guten Grundfutter viel mehr machen können, auch wirtschaftlich, als es im Moment tatsächlich angenommen wird. Jeder weiß, dass das Grundfutter gut sein muss, aber wir haben so 5 Steps, wie wir denn so an das Thema Grünland rangehen. Das Wichtigste für mich selbst, wenn ich versuchen soll, einen Betrieb zu beurteilen, ist immer die Boden, die Grundfutter, die Gülle und die Gärrestuntersuchung. Das ist so ein wichtiger Punkt, einfach um so einen Status zu bekommen und auch zu sehen, wenn im Futter was fehlt, wo kann ich im Ackerbau nachsteuern? Ich bringe ein einfaches Beispiel. Wenn die Mühle einen E-Weizen haben will, dann weiß ich ja, welche Sorte ich zu nehmen habe und wie ich sie zu führen habe. Und so denke ich auch, steuert das Grundfutter oder das Grundfutterergebnis der Stall, steuert die Grundfutterproduktion. Und nicht, wie wir es oft erleben, dass der Fütterungsberater im Endeffekt mit dem zurechtkommen muss, was es denn einfach da so gibt und was man da entsprechend dann machen oder nutzen kann. Das Zweite ist dann, wenn wir diese 3 Untersuchungsparameter haben, das Thema der Grunddüngung, also was muss ich vielleicht ergänzen, anpassen, auch verändern. Dann kommt so das Thema der Narbenpflege, weil für uns ist auch alle klar, wenn wir Weizen sehen, wenn wir Mais sehen, dann haben wir eine Bodenpflege und dann haben wir auch so die Idee grundsätzlich, wenn der Boden zu glutig ist oder wenn es zu feucht, zu trocken ist, wir warten oder wir geben in der Düngung ein bisschen was anderes dazu. Und beim Grünland wird eher so akzeptiert, naja, mit dem nächsten Schnitt ist es rum und dann, wenn es regnet oder auch nicht regnet, dann verändert sich's. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Sortenwahl. Und der 5. Punkt ist tatsächlich das Thema dranbleiben, weil wir sehen schon, dass wenn jemand sein Grünland nachhaltig auf eine ganz neue Stufe stellen will, das wird einfach 2 bis 4 Jahre dauern. Also ich kann das nicht mit einmal umreißen und dann wieder reinbauen, entsprechend machen. Ein gutes Beispiel ist dafür, wenn die Altnarbe am Bodenzustand scheitert, also an den Nährstoffen scheitert, dann wird es auch die Neuansaat. Und das ist das, was wir ja auch erleben, wenn dann Bestände umgebrochen werden, neu ansehen, dass sie in 2 Jahren wieder so in das alte Muster verfallen, obwohl man ja die Top-Sorten hat. Und das Ziel heute wäre, dass wenn Sie sich das Grünland so vorstellen und wenn wir eine Grünlandbegehung draußen machen, ist tatsächlich so, dass sich Landwirte ins Gras beißen lassen. Wir schmecken zum Beispiel Zucker 300 mal stärker als jeden anderen Stoff. Und wenn Sie ein Knaulgras in den Mund nehmen, das kauen, ein deutsches Weidelgras, ein Tetraboides, und sie nehmen dann zum Beispiel einen sanftblättrigen Rohrschwengel und nur durch dieses Beißen werden sie schon merken, wie unterschiedlich das ist. Wenn also auf dem Futterbon auf der Futtervorlage die Tiere das Futter einfach immer mal hochwerfen, viele sagen, die spielen, aber tatsächlich versuchen die zu selektieren. Und auch da können wir dann schon so einen kleinen Hinweis geben, was passiert da. Jetzt haben wir natürlich auch in dem Jahr wieder Extreme, wenn wir uns die beiden Bilder anschauen. Das ist ein Betrieb, der gesagt hat, weil bei uns ist es so trocken, so im ostsächsischen Bereich, da kannst du machen, was du willst, das Gras schaut so aus. Und da haben wir dann einfach mal mit einer Technik nachgesät und den Rest gelassen. Hier an der Stelle allerdings auch Kalk ausgebracht, weil der gefehlt hat. Und das war dann nach dem Winter, also das war schon das Nutzungsjahr vorher. Wir haben im Frühjahr was nachgesät und im Herbst nochmal. Und das ist der Unterschied nach Winter. Das ist jetzt ein aktuelles Bild in Mittelfranken. Und der Betrieb hat jetzt vor 3 Jahren angefangen, nachzusehen, die Grunddüngung aufzubessern. Da sieht man, der Bestand ist hier so ein bisschen, ja, der schimmert so ein bisschen, da geht so ein bisschen Wind drüber. Der wird auch demnächst wieder geerntet. Das ist dann in dem Jahr bei ihm der 4. Schnitt. Hier steht noch der 2. Schnitt. Und die Unterschiede sind natürlich einmal in der Qualität, vor allem aber auch im Ertrag. Er hat bisher jetzt um die 6,5 Tonnen weggefahren, Trockenmasse. Der wird heuer so auf 8 kommen, nicht auf 10. Und hier werden wir natürlich, sage ich mal, ja, beim Pferdeheu landen. Auch das ist so ein Beispiel, wo jemand gepflegt hat. Das ist natürlich immer der Wunsch, dass die Unterschiede so groß sind. Aber so kann man sie tatsächlich auch so ein bisschen immer darstellen, wie es den Rand gehen kann. Also gucken wir einfach mal, es gibt Möglichkeiten. Die Frage, welche und wie können wir die eventuell denn dann auch angehen?